Ja, einen schönen guten Abend. Etwas außer der Reihe, aber ich habe ja bereits auf Twitter angekündigt, dass ich gern die bisherige Konzeption des Masterstudiengangs Digital Humanities an der TU Dresden kurz vorstellen möchte. Das kann ich natürlich jetzt nicht in Gänze tun, aber möglicherweise schon in eine Richtung gehend, dass man eine Idee davon bekommt, mit welchem Studiengang wir zum Wintersemester 2021-22 starten. Das Ganze ist insofern besonders, als es sich dabei um einen sogenannten Bereichsstudiengang handelt, der nicht mehr nur an einer Fakultät angesiedelt ist, sondern an einer übergeordneten Struktur, nämlich dem Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften. Und zu diesem Bereich gehören insgesamt vier Fakultäten: die Fakultät Sprache, Literatur und Kulturwissenschaften, die Fakultät Erziehungswissenschaften, die philosophische Fakultät und die juristische Fakultät. Und wir können das Lehrangebot und die Expertise aus allen vier Fakultäten zusammenführen und in diesem Bereichsstudiengang bündeln. Das ist Sinn und Zweck des Ganzen. Und wie man vielleicht auch erkennt, ist dieser Studiengang in den Geisteswissenschaften platziert und nicht wie an vielen anderen Orten, vor allen Dingen in der Fakultät für Informatik oder in den Bereichen für Informatik, sondern wir werden den Studiengang Digital Humanities so konzipieren, dass wir Geisteswissenschaftlerinnen und Geisteswissenschaftler, später auch vielleicht Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler, so ausbilden, dass sie über eine Schnittstellenkompetenz zur Informatik verfügen. Und bei Interesse freilich, das Angebot wird da sein, selber programmieren, lernen, ihre Programmierkenntnisse erweitern, aber vor allen Dingen über Kompetenz verfügen sollten, mit Informatikern und Informatikerinnen ins Gespräch zu kommen und gemeinsam Projekte voranzutreiben. Der Arbeitsmarkt dafür ist sehr, sehr gut, denn es werden überall in öffentlichen Einrichtungen, in Kultureinrichtungen Absolventinnen und Absolventen gesucht, die genau über diese Schnittstellenkompetenz verfügen und zum Beispiel in Planungssituationen und bei Planungsaufgaben hier ihre geisteswissenschaftliche Expertise einbringen können, sodass wir idealerweise das Beste aus beiden Welten miteinander verbinden. Gut, das vielleicht ganz kurz zum Einstieg. Jetzt würde ich ganz gern einige Aspekte vorstellen, nämlich in den Gestaltungsprinzipien und im Aufbau. Also zunächst, wir orientieren uns mit diesem Masterstudiengang am Kerncurriculum für die Digital Humanities und streben eine breite Grundlagenausbildung an und eine anschließende Spezialisierung, die allerdings, das wird man gleich sehen, fachspezifisch ist. Das heißt, wie kann ich digitale Methoden und Tools so einsetzen, dass ich interessante Fragestellungen in meinem jeweiligen Fachbereich entwickeln kann. Die Kenntnisse bringe ich idealerweise schon aus dem Bachelorstudium mit und werde dann mit einer Studiengangskoordination und mit der Beratungsleistung einer Studiengangskoordination an einen thematischen Schwerpunkt empfohlen. Das werde ich aber gleich zeigen. Also, wir streben eine breite Grundlagenausbildung an und eine anschließende Spezialisierung und haben sowohl eine Praxis- als auch eine Forschungsorientierung, je nachdem, wie stark man zum Beispiel mit den Dresden Konzept Partnereinrichtungen, also das heißt, das ist die reiche Museenlandschaft hier in Dresden, kooperieren möchte und will. Wir planen bereits existierende Lehrveranstaltungen einzubeziehen und neue Veranstaltungen aufzusetzen. Und wir können, das ist der große Vorteil dieses Bereichsstudiengangs, thematische Schwerpunkte ausweisen, die wir auch für die Lehrveranstaltungen verbuchen und die schlussendlich erst auf dem Zeugnis ausgewiesen werden. Das heißt, in der Studieneingangsphase bekommt man eine Beratung. Ich nehme jetzt mal an, jemand hat Bachelor Kunstgeschichte studiert mit dem leichten Schlag in Richtung Romanistik, also meist dann Italienistik, und würde sich jetzt für diesen Master anmelden. Der könnte zum Beispiel sich in in die Richtung Sprache und Literatur entwickeln oder aber Kunst und Bild als Schwerpunkt adressieren und dann mit einem bestimmten Anteil an Lehrveranstaltungen der Kategorisierungsstufe 4 und 5, das zeige ich nachher auch gleich nochmal,
eine fachspezifische, ein fachspezifisches Studium anschließen. Und wenn er einen bestimmten Anteil an Lehrveranstaltungen und Leistungspunkten in diesem Schwerpunkt absolviert hat, dann wird auf Antrag auf dem Zeugnis auch dieser Schwerpunkt ausgewiesen. Also man hätte dann studiert Digital Humanities, Doppelpunkt Kunst und Bild. Das Ganze ist aber so gestrickt, dass sich Studierende nicht von Anfang an festlegen müssen, sondern sie haben auch die Möglichkeit, andere Veranstaltungen zu besuchen, die zu einem anderen Schwerpunkt zugeordnet sind. Und wir haben daneben noch thematische Querschnittsthemen, die wir im Moment relativ klein halten aus kapazitären Gründen. Das kann sich aber sehr schnell ändern und es betrifft zum Beispiel auch sozialwissenschaftliche Angebote aus der Soziologie, die wir im Moment noch nicht integriert haben. Aber was heute nicht ist, muss nicht für immer so sein, aber die können wir bei einer relativ schlanken Struktur von Studiendokumenten und Prüfungsordnungen relativ einfach über eine Schwerpunktregelung implementieren, sodass wir dann noch nicht mal zwingend über eine wesentliche Änderung des Studiengangs reden. Also unser Ziel bei der Erstellung und Strukturierung dieses Studiengangs war, größtmögliche Flexibilität Studierenden anzubieten und Gestaltungsmöglichkeiten einzuräumen und diese klar durch eine Koordinationsstelle zu unterstützen und damit schlussendlich einen sehr attraktiven Studiengang zu bauen, nach dem ich heute gerne noch studieren würde. Weiterer Vorteil ist, dass wir neben dem Bereichsstudiengang DH zum Beispiel an der Fakultät Sprach, Literatur und Kulturwissenschaften zwei fachwissenschaftliche Master haben, die nach ähnlichen Gestaltungsprinzipien gebaut sind, sodass wir auch da, wenn wir merken, mit dem einen oder anderen Studiengang neue Erfahrungen machen oder merken, wir müssen an einer bestimmten Stelle gegensteuern, dass wir das dann adäquat relativ schnell auf andere Studiengänge übertragen können und so ganz wesentlich von einer Bereichsstruktur profitieren, was die Studiengangsentwicklung angeht und damit auch die Etablierung neuer Studiengänge an unserer Universität. Ja, vielleicht ganz kurz in der Reihenfolge jetzt zum Aufbau des Studiengangs. Also wir fangen an mit einem Grundlagenprogramm, das gemeinsam von allen Studierenden des Studiengangs besucht wird. Und dann sehen Sie hier schon in den Modulen 2 der Ordnung 2 und 3 haben wir informatische Angebote integriert, die wir aus der Informatik importieren. Die sind mit der Informatik abgestimmt. Und hier geht es vor allen Dingen um Fragen der Medieninformatik und also dem Kennenlernen von unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten in digitalen Umgebungen. Das kann von Skriptsprachen reichen bis über einfache Programmiersprachen und dann schlussendlich auch App-Entwicklung, die heutzutage immer wichtiger wird. Und dann beginnen wir schon in den Modulen der Ordnungsstufe 4, das hatte ich schon ganz kurz erwähnt, in den Anwendungen der Digital Humanities in Richtung fachspezifischer Lehre zu blicken. Im zweiten Semester haben wir mit den rechtlichen Aspekten der Digital Humanities eine Überblicksvorlesung. Und wir haben gleichzeitig in dem Modul 4.2, war da unten vernetzte Anwendung der Digital Humanities, die Möglichkeit, hier das Querschnittsthema Datenethik und Recht einzupflegen. Das heißt, wer sich da nochmal spezialisieren will in der Richtung, kann das hier im zweiten Semester tun. Das andere Querschnittsthema für das Modul 4.2 wäre Bildung und Vermittlung. In beiden Bereichen, der juristischen Fakultät und der Fakultät Erziehungswissenschaften, ist es so, dass wir hier sehr zaghaft mit der kapazitären Belastung umgehen, aus ganz verschiedenen Gründen. Aber das kann ich hier nicht weiter ausführen, das würde Ewigkeiten dauern. Daneben, ebenfalls hier schon angemerkt mit 2.2 und 3.2, haben wir Übungen zum Programmieren, wo es im Wesentlichen darum geht, dass man am Beispiel einer Programmiersprache lernt, wie Programmieren typischerweise funktioniert, also Schlaufenbildung, Kategorisierung und so weiter und so fort. Also, dass man sich in die Logik des Programmierens eindenkt und das an Programmiersprachen idealerweise übt, die in den je spezifischen Fachausrichtungen relevant sind. Das muss nämlich zum Beispiel für die Musikwissenschaft nicht zwingend dieselbe sein wie für die Sprachen-Literaturwissenschaft. Und bei uns spielt zum Beispiel die XML-Codierung im Hinblick auf digitale Editionen noch eine große Rolle. Das muss wiederum für andere Wissenschaftsbereiche nicht so sein.
Die Module der Ordnung 5 dienen dazu, dass man tatsächlich in den Seminaren beginnt, Projekte zu entwickeln, die fachspezifischer Natur sind. Das heißt, sich so langsam daran zu gewöhnen, ein eigenes Projekt voranzutreiben, das dann im dritten Fachsemester unter anderem mit Praxispartnern nach und nach zu einem eigenen Projekt heranwachsen kann, sodass wir da noch begleitende Lehrveranstaltungen haben, aber vor allen Dingen ein studienbegleitendes Praktikum im dritten Fachsemester und im Umfang von 300 Stunden, die flexibel zu legen sind. Also da haben wir uns in alle Richtungen abgesichert, sodass Studierende, die dieses Praktikum absolvieren wollen, auf der sicheren Seite sind, wie man so schön sagt. Und für diese Praktika und für diese Praktikumserfahrung haben wir in Dresden sehr, sehr starke Partner. Das ist zum einen die Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek, die eine der, würde ich sagen, herausragendsten Bibliotheken ist, die wir im deutschen Universitätssystem haben, aus ganz verschiedenen Gründen. Und ich möchte da kein Loblied weiter drauf singen, sonst wird das noch zu einer Werbeveranstaltung. Erwähnt sei, Klammer auf, nur das TextLab, das ist eine Institution, auf die wir sehr stark bauen werden mit dem Master Digital Humanities. Das ist ein Ort, an dem es möglich ist, eigene Schreiberfahrungen zu sammeln, eigene kreative Schreibprojekte umzusetzen, in Gruppenarbeitsräumen gemeinsam zu üben, die Age-Projekte langsam voranzutreiben. Also wir arbeiten da zum Beispiel in Workshops zur Digitalisierung von hernhutischen Quellen, mit denen ich mich speziell im Bereich der Sprachgeschichte und Religionslinguistik auseinandersetze. Es wird hier die Möglichkeit geben, gemeinsam zu programmieren, Workshops auszurichten zu spezifischen Programmiersprachen. Also mit anderen Worten, ein großartiger Ort, um genau diesen Studiengang zu beheimaten. Daneben das Hannah-Arendt-Institut, das Institut für Sächsische Geschichte und die Hochschule für Musik. Auch die ist in Dresden ja kein unbeschriebenes Blatt. Und hier fehlen dann noch die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden, die hier noch zu ergänzen werden, über die wir die Kontakte, über die Kustodie, die an der TU Dresden angesiedelt ist, aufbauen werden. Das ist das dritte Fachsemester und das vierte Fachsemester dient dann der Präsentation der entstehenden Arbeiten, auch das wiederum in sehr enger Kooperation mit den externen Partnerinstitutionen und schlussendlich die Abschlussarbeit, die den Master nach 4 Semestern beschließen wird. Das ganz grob zum Aufbau. Hier vielleicht noch einmal ein Blick auf die fachspezifischen Schwerpunkte, die jetzt so häufig genannt waren, aber die ich noch nicht ausgeführt habe. Und die machen, glaube ich, den Studiengang besonders interessant. Nämlich ist es so, dass in diesen Modulen der Ordnung 4 und 5 fachspezifische Schwerpunkte gewählt werden und die durch Querschnittsthemen in einem Modul ergänzt werden können. Die Lehrformen sind jeweils identisch, das heißt, dass sie auch miteinander kompatibel sind. Und bei einer entsprechenden Wahl bestimmt häufiger Lehrveranstaltungen und dann in der Summe dem Erreichen von einer bestimmten Leistungspunktanzahl kann ein Schwerpunkt auf dem Zeugnis ausgewiesen werden. Die Schwerpunkte selbst sind nicht irgendwie beliebig, weil man sich das irgendwie so gerade vorstellt. Jetzt dieses Jahr können wir doch mal was zum antiken Schiffsbau machen, sondern die sind in Prüfungsordnung und Studienordnung festgelegt. Und Sie als Studierende dieses Studiengangs können diese Schwerpunkte anvisieren. Sind aber schlussendlich bei der Planung und Organisation flexibel. Das heißt im Umkehrschluss, Sie müssen sich auch keinen Schwerpunkt ausweisen lassen. Wenn Sie in alle Bereiche hineinschauen wollen, ist es genauso gut möglich. Oder wenn Sie zum Beispiel gleichberechtigt nebeneinander Kunst und Bild sowie Sprache und Literatur studieren wollen. Das ist vor allen Dingen im Bereich der Kunstgeschichte und Italienistik durchaus nicht unüblich. Und möglicherweise entwickeln sie sich ja im Verlauf des Studiums in die eine oder andere Richtung und können dann vielleicht auch ohne Schwerpunktausweisung auf dem Zeugnis leben. Also das heißt, hier müssen Sie Entscheidungen fällen, aber wir lassen Ihnen die Entscheidungsspielräume.
Schlussendlich ist es so, dass sie die thematischen Schwerpunkte haben: Gesellschaft und Geschichte, Kunst und Bild, Musik und Sound, Sprache und Literatur. Und an Querschnittsthemen ist möglich, oder sind möglich Datenrecht und Ethik sowie Bildung und Vermittlung. Also ich hoffe, dass damit erstmal zumindest im Ansatz klar ist, in welche Richtung wir uns bewegen. So, das Ganze nochmal in dem thematischen Überblick. So ist unser Studiengang gebaut, vom ersten bis zum vierten Semester. Genaueres dazu kann ich heute noch nicht sagen, einfach weil die Vorprüfung noch nicht eingesetzt hat. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass sich an dieser Struktur noch etwas ändert, auch an der Verschiebung. Möglicherweise sind auch noch Verschiebungen von Leistungspunkten möglich oder die thematischen Schwerpunkte für die Module 4 und 5 müssen noch einmal besser aufeinander angepasst werden. Aber das liegt in den Händen des Sachgebiets 8.4. Und darauf habe ich keinen Einfluss. Und diese Änderungen könnten aber im Verlauf des Sommersemesters auf uns zukommen, sodass wir dann im September genauer wissen, wie wir den Studiengang ganz konkret gestalten können und wollen und dürfen. Das gilt im Übrigen auch für die informatischen Anteile des Studiengangs. Hier ist es so, dass wir Leistungen aus der Fakultät für Informatik importieren. Und nun ist es so, dass die Fakultät eben in diesem Moment ihre Bachelorstudiengänge, aus denen wir einzelne Teile adaptieren werden und importieren werden, überarbeitet, sodass die Modulbeschreibungen noch nicht fertig sind. Aber hier gibt es enge Gespräche auf Arbeitsebene, auf Augenhöhe, wechselseitige Abstimmungen, sodass ich da sehr zuversichtlich bin, dass wir hier ein für uns ideales Angebot bauen können und freue mich sehr, wirklich sehr auf die Kooperation und das Entwickeln gemeinsamer Ideen. Jetzt muss ich kurz auf die Uhr schauen, die fängt nämlich gleich an zu läuten. Deswegen hier nochmal der Abschlussblick auf den schon bekannten Slide. Ich hoffe, dass ich damit die ein oder andere Frage zumindest erstmal beantworten konnte, vielleicht Lust gemacht habe darauf, auf das, was uns hier in Dresden bevorsteht, ab dem Wintersemester 21. Und ich werde weiter unter dem Hashtag DH2021 über die Entwicklung zu diesem Studiengang berichten und würde mich sehr freuen, wenn das Ihr Interesse trifft. Nur ganz kurz, wundern Sie sich bitte nicht, Sie werden an keiner anderen Stelle bisher über diesen Studiengang hören, weil er eben noch nicht geprüft ist. Und bis er geprüft ist, haben Sie bitte alle Informationen, die ich Ihnen hier gebe, mit größter Vorsicht zu genießen, denn die sind alle nur vorläufiger Natur. Auf die können Sie sich nicht beziehen. Und wenn alles gut läuft, dann werden wir den Studiengang ab April 2021 offensiv bewerben in allen zur Verfügung stehenden Kanälen und Medien. Und dann können Sie sich darauf verlassen, dass die Planung abgeschlossen ist. Insofern vielen Dank und hoffentlich auf bald. Ich, wie gesagt, freue mich immer noch. Vielleicht sieht man es auch. Also einen schönen Abend.